Le Freunde, willkommen zum vorerst letzten Skylanders Battlecast Part und wir sehen uns hier am Anfang im Superdreh wieder und hoffen, dass wir schön schnieke Karten bekommen. Ja, oder wahrscheinlich, weiß ich nicht, soll das eine 10 sein im Sinne von 10 Karten? Wir werden es rausfinden und auch Level 10. Oh, Hacke des Propheten, erlange zu Beginn deiner Runde eine Energie. Huh, das ist eine krasse Karte. Weil das ist quasi ein Relikt und du kriegst jedes Mal eine Energie zu jeder Runde. Geil! Ey, die will ich auf jeden Fall in meinem Deck haben, Jungs. Wisst ihr was? Wir nutzen den Superdreh nochmal. Ich zahle mal 150 Münzen oben drauf. Dann gucken wir mal, ob wir uns sogar ein ultimatives Ticket generisieren können. Ja, kann. Weiß ich, ist das ein Ticket? Ist das ein Ticket? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein, es ist Jetpack und er ist Level 2. Hey. Ja, okay, cool. Liebe Freundes, wie gesagt, das ist der vorletzte Skylanders Battlecast Part. Warum? Weil wir heute das Luftreich abschließen werden. Ich hoffe es jedenfalls. Aber wenn ich mir das Bild so angucke, denke ich mir... Dein schlimmster Albtraum. Wir haben Dreamcatcher gefunden. Und ich spüre die Albträume schon kommen. Nimm günstige Karten, um die Nacht durchzustehen. Hoffen wir doch mal, dass es klappt, ne? Gut, da werde ich mir definitiv Hothead am... Bereit zum Brennen! Jawohl, Sir! Du hast Gold gefunden! Nein, nicht Trigger Happy. Nein. Du bleibst schön draußen, okay? Ich wollte Jawbreaker haben. Bring mich in den Leuten. So. Der Ruf der Natur. Das sind so meine drei Favorites, die ich heute so gerne benutzen würde. Und diesmal werde ich wahrscheinlich auch alle im Loop benutzen. Ich werde alle so früh wie möglich auf Level 3 pushen, damit wir das hier auch schnell über die Bühne bringen können. Und gut über die Bühne bringen können, weil Dreamcatcher sieht schon ein bisschen krass aus. Das ist ja ein kopfloses... Gibt es Albträume für alle? Geil. Besonders wie wir sehen können. Puh. Einfach mal 300 Lebenspunkte, ey. Läuft bei dir, du Drecksau. Deswegen ist es schön, dich einfach schön zu nerven. Das ist nämlich sehr spitze. Und... Bye! Sind wir schon fast Level 2 und... Ah, leider nur eine Energie. Leider nur eine Energie. Ah, schade. Zeit zum Abkühlen. Ja, dann kühle ich mal schon ab, du Sau. Das wird aber auch echt, das wird ein harter Fight, ey. Ich sehe es kommen, ich sehe sowas von kommen. Wir müssen uns echt diesmal extrem anstrengen, dass wir hier nicht abkacken. So, jetzt wirst du gefesselt. Damit sind wir Level 2. Habe eine heiße Serie. Hä, wir hätten es vielleicht so machen können. Ja, wobei, das hätte uns auch nichts gebracht. Nee, hätte nichts gebracht. Ist okay. Liebe Freunde, ich hätte wieder ein wenig Müll gelabert. Ja. So, wenn wir jetzt eine gute... Doch, Junge. Also wenn jetzt gleich noch eine Level 1 Karte oder sowas kommt, oder weiß ich nicht, kann man vielleicht schon Level 3 werden mit Hothead. Ja. So, an sich schon mal nicht schlecht, aber... Doch, das ist nicht schlecht. Schrei nicht so! Das war jetzt nämlich schön lecker Level 3. Also zwar nicht jetzt, wenn wir angreifen, was schade ist, aber jetzt sind wir Level 3. Jetzt werden wir erstmal... Ich brenne hell! Jawohl, Sir! Und jetzt geht's erstmal wieder auf zu T-Rex. T-Rex ist zurück! Jawohl, Sir! T-Rex! Bester Freund! Wo bin ich stehen geblieben? Richtig, erstmal hier T-Rex. Durchknallen. Scheiße, Mann, Hothead. Echt cool. Eieieiei. Oh, Ions Urteil, dankeschön, Dreamcatcher. Du bist die Beste, Alter. Hat das schon mal jemand gesagt? Ich hoffe nicht. So. Hey, das gefällt mir. Jetzt erstmal schön lecker das ausspielen. Und da ich ja nichts anderes machen kann, generisiere ich mir einen neuen Kristall. Greift Dreamcatcher an. Meine Macht wächst. Und dann ist erstmal Ende im Gelände. Ja.
Sehr schnell. Jetzt haben wir schon 7 Stück. Oh, das ist geil. Jetzt können wir zum Beispiel erstmal Seelenbrand nutzen. Verbrenne einen gegnerischen Charakter für 100 Schaden. Das ist krass. Minus 30 Kraft. Nicht dein Ernst, oder? Du bist Level 3? Mistvieh! Ah! Grabbel oder Griebel. Griebel ist sein Name, hallo, ja. Nein. Wir können die nicht spielen. Was? Ja, Scheibenkleister, Mann. Dann würde ich sagen: erstmal den. Oh, ja, Mann. Haha. Verdient, du Sau. Aha. Und da müssen wir jetzt auch schon lecker Level 3 sein. Ich wachse weiter. Jawohl, du wächst weiter, mein Freund. Ja, ja. Und jetzt würde ich sagen, wechseln wir zu Jawbreaker. Und jetzt können wir so richtig gut lecker aufleveln mit Jawbreaker, weil... ich weiß nicht, wir haben jetzt immer die letzten Runden lecker Karten bekommen. Auch von Dreamcatcher zum Beispiel, hat uns immer Karten spendiert. Das finde ich nett, das ist gut. Das freut mich. Aufgepasst! Ja? Was ist. Diese Karte hier, ne? Ist zwar nett, dass du mir die gibst, aber. Boah, Junge, ist das Schaden! Boah, Junge, was für ein Schaden ist das denn, ey? Oh mein Gott. Okay, haben wir sogar schon 8 Kristalle jetzt bekommen. Wunderbar. Tut mir leid! Ah, das war's schon mit dir. Das ist total mies. Ja, natürlich ist das mies. Ich meine, du hast voll kassiert, meine liebe Freundin. Okay, dass das so easy werden wird jetzt, gerade auch so mit dem Moment, wo wir von Dreamcatcher auch extrem viele Karten hinten reingesteckt bekommen haben. Krass. Das war die Glocke. Stammspieler. Sehr gut. Jetzt müssen wir quasi nur noch oh ja! Fuck, Mann, sind wir gerade gut drauf. Alter. Griebel, du Arsch. Boah, Junge, Junge, Junge. Du zahlst eine Energie und gibst mir 40 Schaden dafür. Boah, du bist krass, ey. Du bist krass drauf. Wobei ich aber jetzt schon gerne mit Jawbreaker weiterleveln würde, ne? Was sich auch total anbieten wird. Ja, komm, wir machen das mal. Jawbreaker, ja! Jawohl. Erstmal den. Dein Schwert kannst du dir sonst wohin schieben. Alte Drecksau. Über Taktik mache ich mir jetzt erstmal nicht rein. Obwohl das schon krass wäre, ne? Das wäre schon heftig. Haha, Jawbreaker, ja! Mach ich aber lieber den. So, und jetzt kannst du mich mal. Ja, und dann, wen würde ich einwechseln? Es ist eigentlich egal, wen ich einwechsel, weil ich kann sowieso wieder zurückwechseln. Von daher. Nee, ich kann nicht mehr wechseln. Okay, dann ist es mir egal. Dann den hier. Ja, wir kriegen sowieso kein Kristall mehr. Also es ist doch egal, Mensch. Wobei es halt schon cool wäre, so mehr als 10 Kristalle führen zu können. Wisst ihr, wie ich meine? Wäre halt schon cool. Scheiße, boah, Mann! Fuck! Ey, die sind gefährlich, Mann. Ey, ich muss jetzt beenden, ne? Ich muss jetzt echt beenden. Weil ansonsten ist vorbei. Fuck. Nee, gleich ist echt Game Over. Wenn das so weitergeht, ich brauche echt so Heal-Möglichkeiten, Mann. Fuck. Ich muss auf jemanden wechseln.
Du hast dich verbrannt! Ja, ich hab mich sehr verbrannt, Mann. Ich muss jetzt auf jemanden wechseln, der noch irgendwie einigermaßen Leben hat. T-Rex. Das ist so der, der noch am meisten aushalten tutet. Ne? Er kann uns nicht alle umbringen. Spätestens nach 2 Runden ist er tot, aber der kann uns nicht alle umbringen. Das ist einfach so. Griebel, was guckst du so komisch? Fuck. Jetzt komm bitte nicht noch mit einer Karte an. Boah, du bist... 79 Schaden, wie krumm ist das denn bitte? Oder ist das eine 9? Ja, es ist eine 9. Wie komisch ist das denn? Krasse Scheißen. Wisst ihr was? Ich mach erstmal den. Lass mich Level 3 werden. Übertaktung rein. Ja, Jawbreaker, geil. Und bye. Das ist so knapp gerade, ne? Also, ist ja schon mal schön, dass Dreamcatcher so früh ausgeschieden ist, aber trotzdem. Wow. Hard as fuck. Also Fakt ist, der kann sich jetzt nicht mehr irgendwie befreien. Nächste Runde ist er tot. Die Frage ist nur, kommen wir lebend weg? Und zwar alle. Fick dich! Scheiße, scheiße. Fuck doch drauf. Was mache ich jetzt am besten? Den. Dann pieken. Auswechseln auf Jawbreaker. Dann stirbt das zwar wahrscheinlich. Ja, der wird sterben, aber... Fuck. Ja, der wird auf jeden Fall... Was habe ich da getan? Oh Gott, bin ich dumm. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht nochmal auswechseln, aber das ist total dumm. Und ich wollte eine Übertaktung reinmachen, aber gut, dann wird Jawbreaker jetzt erstmal schön sterben. Scheiße, ist das knapp, Alter. Der hielt sich jetzt auch jedes Mal. Meine Güte, wie kann er so viele Karten haben? Shit, Alter. Zieh dich warm an. Shit. Oh, mach keinen Scheiß. Du kannst doch gar keine Karten mehr haben. Wusste ich's doch, ey. Du kannst doch nicht mehr. Du kannst doch nicht mehr Karten haben als wir. Fuck, 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 ey. 20 Kraft. Ja, komm. Knallen wir rein. Jetzt bauen wir Hothead noch ein bisschen krasser auf. Und dann ist vorbei. Ey, aber das war echt so eine knappe Runde, Alter. Boah, Junge, 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 Junge. Herzer Kampf bis jetzt. Vom Feinsten, obwohl Dreamcatcher so früh gestorben ist. Wären die doch am Leben gewesen. Pop, 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 pop. Das wäre hammerhart geworden, ey. Tut mir leid, Jawbreaker. Es tut mir leid. Ja. Ich hätte ihn so gern am Leben gelassen, aber boah. Nee. Das war ein dummer Fehler von mir. Leider. Das Gespensterreich. Aber das machen wir, wie gesagt, nicht. Ich denke mal, im nächsten Part kümmern wir uns. Oder im nächsten Part, der nach dem Imaginators Let's Play halt kommen wird. Ihr wisst Bescheid. Ich denke, der Part, der nach dem Imaginators Let's Play kommen wird, das wird ein Opening sein. Ich habe ja noch ein schönes, leckeres, knackiges Pack am Start, das ich öffnen werde. Und wenn das getan ist, dann kümmern wir uns... Insofern, wie gesagt, Imaginators beendet ist und so weiter, kümmern wir uns um das Technologiereich und gucken weiter, ne? Wisst ihr Bescheid. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nicht so... Ich hoffe, ihr findet's okay, dass jetzt eine kleine Pause kommt. Ich will mich halt auch ein bisschen auf andere Projekte konzentrieren, wisst ihr? Auch wenn dieses Projekt hier... Was man ganz klar sagen muss, kein großer Zeitaufwand ist, weil ich halt pro Part so eine Viertelstunde brauche. Trotzdem habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit für anderes. Einen Kopf für anderes. Haut rein. Ciao.